Herzlich willkommen bei Foto, Film, Freunde, Club. Tja, wenn ihr glaubt, dass jetzt jeder Hurra schreit, da ist ein Foto, Film, lauter Freunde, Club, weit gefehlt. Natürlich nicht. Die Idee schon alleine, Clubverein, das stirbt so dermaßen, bekomme ich ja jeden Tag hier beruflich mit. Beruflich, dennoch Hobby. Hobby, dennoch beruflich. Ja, im Hobby halt mit etwas arbeiten, was man beruflich nicht gebrauchen kann, weil man beruflich Sachen braucht, damit der Kunde zufrieden aus dem Hause geht. Aber als Hobby mit etwas arbeiten, was sehr alt ist, uralt ist oder sich in einer Entwicklung befindet, das macht Spaß. So sehe ich es. So sehe ich es und deswegen mag ich meine Idee des Foto-Film-Freunde-Clubs, was jetzt auch an den Aushängen draußen hängt und schon einer da ist. Guten Morgen! So, die ersten waren da. Wenn wir ganz ehrlich sind, viele knipsen ja nur noch damit. Ja, ich hätte ja auch berichtet, dass eine junge Frau sogar zwei gekauft hat, wo eine Doppellinse drin war. Ja, aber sie stellt fest, dass ihr Smartphone mit auch der doppelten Linse nicht besser fotografiert. So, man kann natürlich, so wie dieses Gerät hier, mit 4K Auflösung und mit Dolby Atmos arbeiten. Ob da aber die Qualität so super ist, weiß ich nicht. Wenn man mit 4K aufgezeichnet hat, über 3000 Bildpunkte etc. pp. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Linse hier drin ist, beziehungsweise welcher Chip hier drin ist und wie dieser Chip arbeitet. Ich habe also Bilder gemacht, ist klar, aber das ist halt so. Ja, wie gesagt, wir diskutieren ja hier. Hallöchen, da ist sie ja wieder. Hast du aber liegen lassen. So, ich mag natürlich meine Kunden. Ja, meine Kunden mag ich, sind viele international. Die Dame war Italien und sprach auch. Wir in Italien hatten natürlich früher immer sonntags auf. Ich meine, die Niederlande hat sonntags auch immer auf. Sie meint auch, man sollte dann das auch mal hier so langsam einfrieren. Das Ganze. So. In der heutigen Zeit ist man multitaskfähig. Ich beantworte Fragen, weil es ist ja ein Online-Club. Ne? So. Die ersten, wie gesagt, waren da. Einer sammelt Platten, Lichtplatten, von den damaligen aus dem 18. Jahrhundert, diese Platten, die da belichtet wurden, Entschuldigung, ja, Platten sucht er, aber ich habe keine Platten, ich kann auch keine Platten besorgen, müsste ich schauen, weil einige sich mit dem Internet oder mit dem Netz nicht auskennen, habe ich natürlich im Netz gesucht, so wie jetzt hierfür. Hallo, Grüße. Morgen. Morgen. So, ich werde natürlich irgendwelche Special Videoclips machen über Fotos, über Film. Aber jetzt im Moment im Aufbau hier in diesem Shop den Foto Film Freunde Club ins Leben gerufen und die Leute sehen die Schilder, kommen auch rein, sprechen auch darüber und durch die Vielzahl des Sprechens, analoge Sprechens und durch die Vielzahl dessen, was gesprochen wird, kommt man natürlich über vieles hinter. So, und wenn Namen fallen, zum Beispiel, wenn wir hier besorgen müssen, Filme, Fotos, besonders Fotos auf dieser Platte aus dem 18. Jahrhundert, diesen riesen Kasten, Deckel auf, zählen, ah, ich weiß nicht, 22, 23, 24, oder Magnesiumlicht, ne? Deckel auf und dann paff! Ne? Also, das waren alles so explosive Sachen. Ja, der Film und das Foto waren explosiv. Wie 1760 die ersten Bilder gezeigt wurden, natürlich den König, Kaiser etc., nicht uns, dem Fußvolk oder den Bauernlümmel draußen auf der Straße, war das auch schon hochgradig explosiv und feuergefährlich, weil mit einer Lampe, die aus brennendem Material bestand, etwas zu beleuchten. Auch Da Vinci hat
experimentiert. Er hat dann natürlich gemalt. Er hat nicht fotografiert, er hat die Bilder aber so plastisch gemalt, dass sie schon anfingen zu leben. Und wenn Da Vinci vielleicht auch Interesse gehabt hätte, aber er war ja mehr für den Krieg zuständig, das wisst ihr ja. Aber egal, das war 15. Jahrhundert, also ab 14., 15. Jahrhundert gab es schon die sogenannten Alchemisten und so weiter, also Menschen, die am Tüfteln waren und durch Zufall sogar dahinter gekommen sind. Wenn zum Beispiel Edison sich nicht verbrüht hätte da und den Laut nicht ein anderer gehört, weil dessen, was er da reingekippt hat, weiß ja jeder Bescheid, gab es eine Verbindung. Weil so wie er sich gedacht hat, wäre die Verbindung zum Beispiel nicht zustande gekommen. Also es war immer irgendwo etwas Explosives dabei. Ja, es war immer feuergefährlich. Und der Film war auch feuergefährlich. Ja, und deswegen wurden ja auch diese Cutter, also diese besonderen Menschen, die damit umgehen konnten, die wussten, wie man einen Film belichtet. Ja, war ja alles negativ, das Ganze war ja alles höllisch abgesichert, auch in den Holzkisten. 1907 gibt es ein Foto, wo Kameramänner, ich glaube 12 an der Zahl, da standen mit ihren Kurbelgeräten. Ja, also Berlin ist an sich so eine kleine Hochburg, auch hier die Ufer, wie die alle heißen, und Bavaria und alles, das sind alles so Gesellschaften. So, jetzt noch einmal Gesellschaften. Wir haben die Lichtburg, die wird jetzt 90 Jahre alt und wir haben das Glück auf. Das Glück auf ist jetzt 101 Jahre alt und hat jetzt seit 2006 auch einen Club, aber nur dazu, um Glück auf zu erhalten. Um da Gelder einfließen zu lassen, um das Glück auf zu erhalten. Und auch die Lichtburg zu erhalten. Ein Foto-Film-Freunde-Club, das sind wir. Otto Normalverbraucher, der Bauer, der Lümmel von der Straße, wenn man mal das 17. Jahrhundert zitiere. Wo nur der Kaiser, König und wie die alle geheißen haben, so etwas überhaupt sehen durften. In schillernden, bunten Farben sogar. Richtig bemalte Gläser, ja, mit, die dann da irgendwie vorgeführt durch das Licht, durch das Glas, wurde das dann an eine Wand geworfen und boah, Zauber, ne? So, und heute ist das kein Zauber mehr. Heute haben wir ja hier die Chip-Technologie, ja, Mikro, Makro und so weiter. Chip-Technologie. Wir haben natürlich auch noch Bänder, VHS, Betamax, Video 2000. Ich finde, dieses Hobby ist so gigantisch, weil auch viele nur auf etwas schwören, was es gar nicht mehr gibt. Ja, an dem Tag, wo Video 2000 zu Grabe, Betamax zu Grabe und jetzt auch VHS zu Grabe getragen wurde, auch die kleinen Hi8-Bänder, V8-Bänder, DC-Bänder, also das Band an sich zu Grabe getragen wurde, auch die Bänder der Musikkassette und so weiter. Wir restaurieren das und wir kriegen Schätze. Ich habe sogar den Dadaismus mal bekommen, meine lieben Freunde. Wenn man also in der Welt der Technik groß geworden ist und alles schon mal in der Hand hatte, wirklich alles mal in der Hand hatte, aber nie daran gedacht, einen Verein daraus zu machen oder einen Club daraus zu machen und das alles in irgendeinem Raum niederzulegen und das dann irgendwie rauszuholen. Es wurde verkauft, weil es gibt Sammler, wir haben in Städel zum Beispiel Sammler, da könnte ich alles wieder zurückholen, ja. Und das ist ja ein dekoriert, aber die Preise, die da aufgerufen werden für so einen alten Kasten aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, doch zu teuer, weil es wird ja nicht genutzt. Es wird ja nicht genutzt, es steht ja dann nur rum. So, und ob das überhaupt funktionieren wird, so ein Foto-Film-Freunde-Club. Wenn ich so rüber gucke, wisst ihr ja, ich schaue immer auf die Tür. Wenn ein Gast hineinkommt, ein Kunde hineinkommt, wird das gute Stück ausgemacht. So, worum geht es? Es geht darum, dass ich wunderbare Clubs kennengelernt habe und den allerbesten, Vicky, es gibt ja nun mal den allerbesten, sowas gibt's. Wenn Clubs ausgezeichnet werden müssten, dann würde einer einen Platin-Willi bekommen. Das ist der Dortmunder. Da geht kein Weg vorbei, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Ja, der Dortmunder hat eine Platin-Plakette oder einen Platin-Willi im Eingang schon verdient, weil irgendwie hatten die Glück. Die hatten Glück, da Leute
Da sind Leute erschienen, die wirklich was drauf haben, die das wirklich als Hobby betreiben. Gut, zwischendurch entstand da mal die Materialschlacht, ja. Wenn einer plötzlich mit einer Kamera reinkommt, die richtig Geld kostet, ob sie ihn nur gehört hat oder nicht, da ging die Post ab. Dann war der Tag, konnte man aufstehen und gehen, weil das Thema war nur noch diese Kamera, nichts anderes. Nur diese Kamera konnte der Rest im Raum sich gar nicht leisten, weil der Preis war viel zu heiß. Wenn ich jetzt mit einer Blackmagic auftauchen würde, mit allem drum und dran, oder mit einer Arri auftauchen würde, mit allem drum und dran, würde ja den Hobbyrahmen sowas von sprengen. Ist klar, dass alle sich das anschauen. Alle schauen sich diese Wahnsinns-Blackmagic-Kamera an, was man da alles mit machen kann, ja. Und dann, oder mit einer Arri, so ein Wahnsinnsteil. Ich fand es sehr schön, wie wir dann mal als Truppe in einem WDR-Gebäude waren. Ich komme nun mal aus dem WDR-Gebäude, aber ich musste schon schmunzeln, bin trotzdem mit reingegangen und habe dann gesehen, was man den Hobbyisten da so zeigen wollte. Ja? Man hat auch den schwarzen Raum gezeigt, wo die Dreharbeiten stattfinden, um eine Reportage zu machen. Heute nennt man das grünen Raum. Heute ist es alles grün und dann macht man dort die Sachen. Ja, die Tische werden damit reingefahren und so weiter. Und es gibt sogar Kameras, die ferngesteuert werden. Da darf man überhaupt nicht dran, weil die Hightech sind und weil die wirklich noch Stromkapazitäten haben. Da sollte man nicht anpacken, geht einen kurzen zum Beispiel. Die werden ferngesteuert. So, wer sich ein Blackmagic-Studio aufbaut, weiß Bescheid, wovon ich spreche. Das ist auch Hightech, macht also richtig viel Spaß. Und mittlerweile ist die Firma Blackmagic so günstig geworden, dass jeder sich das leisten kann, der damit arbeiten will. Also Broadcasting im untersten Bereich. Dadurch kommen ja immer mehr YouTube, weil aber in Wirklichkeit da eine Firma hintersteckt, die weltweit operiert und auch richtig Geld investiert. So, ich habe mein Alter, ich habe das wirklich gelernt, ich habe so viele Sachen in der Hand gehabt, wirklich. Ich habe exotische Kameras in der Hand gehabt, auch Rollfilm und auch diese von Kodak, Ritschratsch und ach herrlich. Man hat also eine Menge in der Hand gehabt und man hat sich auch hin und wieder eine gegönnt, mit der man dann gearbeitet hat. Wie gesagt, die lustigste Kamera, die ich immer noch habe, die werde ich auch irgendwann mal vorstellen, ist die von Sony, die mit Disketten arbeitet. Ich habe also noch genügend Disketten und könnte darauf Fotos machen, gar nicht mehr so schlecht. Ist also die erste 01100111, ihr wisst Bescheid, die erste digitale Kamera, die 1 Megabyte aufgezeichnet hat, waren ein paar Bilder, nur 3, 4, 5 Bilder hatte man da drauf und einen 15-sekündigen AV-Film. Hochgradig interessant, hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Leute haben gestaunt, was macht der denn da? Aber heute sagt da keiner mehr, weil wir ja alle Smartphone-Fans sind, iPhone-Fans oder keine Ahnung, was es noch alles gibt. Denn es gibt eine Menge. Es gibt eine Menge. Und das seit 1760. So, wenn ich an Da Vinci denke, was der sich alles ausgedacht hat. Und die Leute, die überhaupt sich was ausgedacht haben. Also hier war jemand, der seit 30 Jahren nur Bücher liest. 30 Jahre liest der Bücher über Foto und Film. Selber fotografiert oder filmt er nicht. Er fotografiert nicht, er filmt nicht, aber er liest. Und der wird dann giftig und fragt, wer hat denn den ersten Film gemacht? Wisst überhaupt, aus welchem Land? Ich meine, wenn man so bissig wird, damit Religion reinpackt, nur weil man Ausländer ist, das tut dann weh. Ich meine, ich will keinen, und ich habe ja auch keinen, nationalen Verein, Filmfreunde, sondern international. Manchmal kann ich nur anhand von Bildern sehen, was sie überhaupt meinen. Ja? Und manchmal frage ich auch, soll ich jetzt einen religiösen Laden aufmachen? Ja, dann habe ich mehr Zuspruch. Nein, ich möchte also über Fotos und über Film philosophieren. Analog, ja? Anpacken, gucken, vervielfältigen, herstellen, vergrößern. Und Detail, ja? Ich habe viele Fotos hier, die man kaum erkennt, die aus den 30er Jahren gemacht wurden, die dann heute dem Gratulanten 99 Jahre übergeben werden soll. Daraus mache ich natürlich größere Sachen, ist klar, damit der auch was sieht. Der sieht ja nicht mehr so viel. Das Problem haben ja alle. Ich habe auch so ein Zeiteisen auch da, sonst sehe ich auch nichts mehr. Ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, Foto,
Interesse habt, Film, und wenn ihr wirklich freundlich eingestellt seid, nicht nur online, mittlerweile, YouTuber seid, Facebooker seid oder wie Benko, keine Ahnung, wo ihr da überall, oder Borbecker Filmfreunde oder Borbecker Fotofreunde, es gibt sicherlich irgendwie irgendwo, ja, aber hier in diesem Standort, an der A40, zweimal abbiegen, gibt es nichts, gar nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir machen Foto-Film-Freunde-Club auf und ja, ihr seid einmal online dabei, ist klar, da ist die ganze Welt, und dann einmal hier vor Ort. Mal schauen, ob da was funktioniert. Das Fenster, wie gesagt, wird jetzt Hightech-mäßig aus der Vergangenheit mal aufgeschraubt, ne, alte Kameras. Es lohnt sich, vor dem Fenster zu stehen und zu philosophieren. Jo, sowas habe ich auch mal gehabt. Ne, so ein altes Super 8, High 8, Normal 8 zum Aufdrehen. Ja, einige kommen rein. Ich hab noch so eine. Dann fängt schon die Materialschaft wieder an. Ich hab schon eine. Ne, die werden dann immer größer. So, ich habe alles nicht mehr. Ich habe alles verkauft. Ich habe alles verschrottet. Ich habe auch nicht daran gedacht, sowas zu eröffnen. Foto-Film-Club. Weil ich ja weiß, das stirbt. Es stirbt wirklich. Junge Menschen jetzt, die lachen sich jetzt hier einen ab da. Was will er mir denn da erzählen? Aber kreativ sein. Ich möchte kreative Menschen. Ich möchte kreative Menschen, die Lust und Laune haben, kreativ im Foto-Filmbereich zu wandeln. Sich hinzusetzen, sich ein, zwei, drei oder wenn man Pech hat, den ganzen Tag nieder. Ne, das war ein ganzer Tag. Von 9 Uhr bis abends 21 Uhr war man da in diesem Filmtag involviert. Hinfahren, zurückfahren, essen gehen. Dann ausklingen, sich dann nochmal mit den Leuten unterhalten, war eine schöne Geschichte und ist eine schöne Geschichte, aber sich zu treffen, ein, zwei Stunden wirklich über Fotos, Filme oder vier Stunden, bis jeder durch ist, ja, ob das funktioniert, ich weiß nicht, aber ich mache es, ich werde mir einige Sachen ausdenken, könnt ihr beim Flimmerkasten TV, könnt ihr euch das anschauen, ich werde das da reinpacken und dann schauen wir mal. Na, HDR zum Beispiel oder die neuen Kameras. Ich werde euch den Alex da zeigen. Geht zum Alex, den Lustigen da aus ehemalig Seven Lord Köln, der das große Glück hatte zu erben, weil ohne Erbschaft geht sowas nicht. Und der jetzt das große Glück hat, für Saturn und Mediamarkt zu arbeiten. Ich soll jetzt schlafen gehen. Meine Uhr ist ein bisschen neben der Spur, aber egal. Ne? Ich liebe die Technik. Ich liebe die Technik. Ich habe sie, wie gesagt, lange genug in der Hand gehalten. Und jetzt die neuartige Technik, muss ich mal gucken. Also wie gesagt, wir müssen beim Normalen bleiben. Ganz normal müssen wir bleiben. Und müssen mal schauen, was wir aus diesem Normalen machen. Habt ihr Lust? Habt ihr Zeit? Ja, dann fragt nach. Bei YouTube fragt nach, bei Facebook fragt nach. Flimmerkasten TV. Ja. Wie war das mal? Der Flimmer Heinz, der flimmert sich eins. Ach, das war auch eine tolle Geschichte mit den Wendlers. Ach, herrlich. Zum Abschluss, wenn wir auch Foto-Filmfreunde und ein Club sind, hier in diesem Shop, der eine Urigkeit-Bezeichnung bekommen hat, man fühlt sich wohl hier, weil hier alles, ja, hier gibt es alles. Medien und ja, hier gibt es alles, man muss nur fragen. Und was noch in dem Moment der Frage nicht da ist, wird mir ganz schnell besorgt, um so einem Filmfreund oder einem Fotofreund, ne? Ich habe nämlich gerade, deswegen kam gerade ein Recall, jeden Morgen gesund aufzuwachen, ist der größte Reichtum, den wir in unserem Leben haben können. Ja, ist der größte Reichtum, den es je gibt. Du kannst so reich sein, wie du willst. Aber die Gesundheit, mein lieber Freund, kann keiner kaufen. Egal, ob du Billionär, ich träume gar nicht, wie reich du bist. Ist mir auch egal, wenn ich höre, dass Frau Quandt da 3 Millionen am Tag verdient. Ist schon eine Menge, 3 Millionen am Tag zu verdienen. Der Amazon verdient pro Sekunde 154 Euro. Rechnet euch aus, was der am Tag verdient. Das ist mir alles egal. Das Leben ist für mich wichtig. Die Gesundheit ist für mich wichtig. Nichts anderes. Leben, gesund leben. Ja? Versuchen, gesund zu leben, auch mit den kleinen Macken des Tages, auch mit den inhaltlichen, gesundheitlichen Zuständen, die man innen trägt. Ja? Ihr merkt schon die Euphorie des Fotofilms, weil das ist mein Leben.
wenn man schon als Baby bei E605, bei Stahlnetz da durch die Gegend geschoben, bei Tatort hier in der Stadt Essen mit 15, 16, 17 da mit rumtingeln, tangeln durfte, dabei sein durfte. Gut, als junger Mensch hatte man irgendwie Scheu vor der Kamera, weil ich mehr Techniker bin. Ich mag Kameras aber auseinandernehmen, reingucken, wieder zusammenbauen. Und jetzt ist man halt auch vor laufender Kamera zuständig, weil es einfach Spaß macht. Es macht Spaß, endlich angekommen zu sein im Datenhighway, Kiosk mit Zuhilfenahme von Maschinen. Ja, ist das so. Wir haben Hightech-Uhren, wir haben Hightech-Smartphones, wir haben Hightech-Tische. Wer sich das leisten kann, das ist ja klar. Also, ich kann mir nicht so viel leisten, weil ich so viel arbeiten muss, aber es macht so viel Spaß. Und worauf wollte ich jetzt zum Schluss? Zum Schluss wollte ich nur sagen, wenn man über 50 Jahre involviert ist im Bereich Foto, im Bereich Film, was soll man da noch? Ich meine, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, kann ich nur nicken. Ja, ja, ich weiß. Weil heute durch das Netz kann ich alles nachlesen, was ich schon längst weiß. Ich habe Bilder auch zu Hause privat, die ich nicht veröffentlicht habe, aber andere haben sie ja auch gemacht. Es gibt keinen Ort, der nicht mal irgendwo fotografiert worden ist oder ein berühmter Stein, der irgendwie irgendwo mal abgelichtet wurde. Ist so. Also ne? Neue Wege finden, neue Bilder finden, neue Ideen finden, das ist alles nicht so einfach, weil andere sind schneller, weil sie mehr Geld haben. Wer sehr viel Geld hat, ist schneller. Ja? Bevor hier so ein Clubmitglied sagt, hör mal, ich habe ein tolles Foto, ich habe einen tollen Film, sagt der andere, kenne ich schon. Ja, ist halt so. Weil einige geben es ja frei. Man kann es bei YouTube dann sehen. Und andere geben es halt nicht frei. Und man muss da hinterherlaufen, um es selbst sehen zu dürfen. Deswegen mag ich halt Clubs, deswegen mag ich Vereine, deswegen mag ich ja auch diesen Dortmunder. Weil da Leute sind, die echt Ahnung haben, Bücher haben, belesen sind, gelehrt sind. Ach ja, also auf einem guten Weg, wo man sitzen kann, zuhören, man hört also die Intelligenz sprechen, die Ahnung hat und diese Ahnung weitergibt. Ja, ich fand das sehr schön, wie Herr Voss im Dortmunder Filmclub mal ein Bild auseinandergenommen hat. Das Bild sah man, dass es nicht echt war. Das hat er auch bewiesen. Ja, er hatte ein super Foto, er hat ein wirklich super Foto uns gezeigt und dann hat er das nach und nach auseinandergenommen. Dank Photoshop ist das ja möglich. Dank Photoshop, ja, dank überhaupt der Elektronik ist alles möglich. CGI und dieses Dark Death, ja, wo man die Gesichter einsetzen kann, die wirklich hundertprozentig bleiben und sie nicht verwackeln oder so. Es bleibt. Durch die neuartige IT-Technik, wo ein Roboter dieses Gesicht einfängt und es so beibehält durch seine Rechenleistung, kann er das dann machen. Ja, also wie gesagt, es gibt so viele neuartige Techniken. Ich liebe auch die alte Technik. Ich habe, wie gesagt, Leute hier, die nur gelesen haben, 30 Jahre ihres Lebens. Und dann das Wissen aller Wissen haben, es geht nicht. Du kannst so viel wissen. Du bist immer noch unwissend dessen, was ein anderer weiß oder nicht weiß oder der Meinung ist zu wissen. Wissen ist Macht, das ist richtig. Und die Macht des Wissens verleiht einem zu viel Ruhe. Und deswegen bin ich auch so ruhig, weil ich vieles jetzt weiß, was ich vorher nicht gewusst habe. Aber ich bin in Kenntnis von so viel Wissen in dem Bereich Foto und Film, was da alles abgelaufen war, ist und so weiter. Und weil es Spaß gemacht hat, sich das anzuschauen in den Museen, weil selbst kann man sich die Sachen ja gar nicht leisten. Und ich fand es nett, eine Kundin sagt, das ist hier so ein kleines Museum, weil viele Maschinen stehen, die man sich anschauen kann. Super 8, Normal 8, High 8, den ersten Würfel, den ersten Fernseher. Haben wir alles hier rumstehen, weil so ein Fotofilmclub für Freunde soll auch lebendig gestaltet sein, soll auch lebendig sein. Jeder soll da noch. Der eine hat Platten. Ich habe die Platten ja bestellt. Ich habe sie mir ja angesehen, diese Fotoplatten. Ja, es gibt nun mal Sammler. Es gibt Sammler von, ja, so und manchmal, wenn ich Zeit habe, gehe ich für diese Kunden auf Tour und schaue mir alles an und sage, hör mal, da und da habe ich das und das gefunden. Der Preis ist
Ja, der Preis ist, und wenn der Kunde sagt, ey, der Preis ist gut, na, kannst du mehr mitbringen? Ja, dann tue ich das auch. So, also, wie gesagt, meine lieben Freunde, noch einmal, ich muss es leider ablesen, ich habe es gerade bekommen, jeder Morgen gesund aufzuwachen ist der größte Reichtum, den wir in unserem Leben haben. Gesund aufwachen, gesund den Tag vollbringen, ob nun hinter oder vor der Kamera, beim Fotografieren, beim Schnabulieren, beim Treffen, ja, Treffen wird immer weniger, aber ist halt so. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir diesen Fotofilm-Freunde-Club ins Leben rufen können, ob von mir aus online, unter dem Flimmerkasten, der Flimmer 1, der flimmert sich 1. Ach herrlich, ja, wisst ihr das Geräusch? Das Geräusch des Flimmerkastens, das waren noch Zeiten, dieses ach herrlich, nee, die Bilder, die da liefen, die Bilder, die aneinandergereiht wurden, also es macht so viel Spaß, nur, wenn man das alles so, also die, um was Neues zu finden, das ist hart, wenn man, wie gesagt, von Kindesein nur das gesehen hat, wenn man immer dahinterher war, immer, ja, es wurde ja vorgeführt, heute wird ja nichts vorgeführt, heute sitze ich vom Rechner und habe innerhalb von 24 Stunden so viel gesehen, so viel Information, und wenn ich Lust habe, drucke ich mir die aus, habe die dann als Broschüre, ja, ich kann auch hier gucken, ob ich irgendwelche Leute hier, die da waren, ja, AV-Dialog zum Beispiel, was die machen hier, was dieser Club macht oder was die anderen Clubs machen. Aber die sind ja viel zu weit weg. So, in Braunschweig, sage ich, da gibt es eine Truppe. In der Normandie zum Beispiel gibt es eine Wahnsinnstruppe für Star Wars. Erstens Französisch, zweitens Normandie, verdammt weit weg. Ja, das sind so Sachen, um da live aufzulaufen und live die Sachen zu sehen, die die da gebaut haben, um in Kenntnis zu sein, was das Bild mir zeigt, was der Film mir zeigt, ob das auch wirklich so materialistisch, also ob das Material überhaupt so ist, ob die Dichte etc., das anzufassen oder selber mal damit laufen zu dürfen oder selber mal in dieses Cosplay-Kostüm einzutauchen, das sind so Sachen, die mir natürlich gefallen, die ich aber leider nicht umsetzen kann. So, ich würde mich also freuen, wenn ihr Lust habt, als Freund des Films, des Fotos, hier zu erscheinen, in diesem Club hier, in dieses Mini-Museum, wo wirklich alles gemacht werden kann. Wenn man Zeit, nicht alles geht sofort, weil manches ist nicht da, weil in einer wirtschaftlichen Welt muss man auch wirtschaftlich arbeiten und dann hat man natürlich nur das da, was der Kunde braucht. Ja, natürlich arbeiten wir noch am Plotter, weil viele Kunden doch große Bilder haben möchten. Ich habe auch sehr viele Künstler hier, die damit Geld verdienen möchten, was sie da machen. Die machen Bilder und wollen die verkaufen. Ja? Ich habe einen Taxifahrer, der mit laufender Kamera sozusagen seine Arbeit da macht und dabei Sachen einfängt, die er irgendwie verkaufen will. Ja, sowas gibt es auch. Es gibt also Künstler hier, die ihre Sachen verkaufen wollen im Hinterhof. Wir haben Hinterhofkünstler, wo man reingehen kann, ihre Sachen anschauen kann. Ich habe auch viele Kunstbilder schon an der Wand hängen, aus Holz, aus Plastik. Ja, und dann Gestaltung der Fotos. Ja. Also ich könnte hier jeden Tag umbauen, nur muss ich immer schauen, ob die Leute auch Interesse haben, diesen Umbau. Denn das gibt es ja auch nicht mehr, Schaufenster am Montag. Ja, es gab Schaufenster am Montag. Dann stand man montags vor dem Schaufenster und hat gewartet, bis das eröffnet wurde. Boah, da wurde applaudiert, ey, ihr habt euch da wieder ins Zeug gelegt. Ach herrlich, also die Nostalgie der damaligen Zeit, die fehlt heute. Die fehlt heute. Die fehlt heute auch im Foto, die fehlt auch heute im Film. Ja, also, naja, macht, was ihr wollt, aber würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Sage ich euch überhaupt etwas Neues? Vor 125 Jahren lief der erste Film 2 Sekunden. Das war's. Vor 125 Jahren lief der erste Film 2 Sekunden. Das war's. So, und danach, wie die Bilder laufen lernen etc. pp. Und die ersten Kinos 1907, hier in der Stadt Essen 1927, das älteste Kino hier in dieser Stadt zum Beispiel. Und also um den 19. Jahrhundert rum kamen Kinos und so weiter und so weiter, die dann mehr Varieté, ja, und dann mit Klavierbegleitung die Filme da ins Leben gerufen haben oder begleitet haben. Ja, vor 125 Jahren, 2 Sekunden, das war es, war der erste Film
genial. Und heute brauchen wir nicht mehr drüber reden. Aber wollte ich einfach mal so in den Raum geschmissen haben. Wenn wir schon Filmfreunde sind, Fotofreunde sind, bewegte Bilder uns täglich ansehen, jetzt auf dem Smartphone, demnächst, keine Ahnung, auf dem Auge direkt gebeamt oder so, keine Ahnung. Muss nicht sein, aber naja. Also Foto-Filmfreunde, man will aber eure Sachen sehen. Eure Ideen. Ja, vorhin haben wir einen Hamster gesehen, der immer Kugelkopf, nee, der macht einen Rückwärtssalto, macht der. Kein Kugelkopf, nee, Rückwärtssalto. Oder ein Hamster, der richtig Gas gibt. Oh, der gibt richtig Gas. Und der andere freut sich, dass dann eine Lampe leuchtet. Ach, herrlich, dann liest er da. Ist eine tolle Geschichte, was man da alles rausmacht. Der Hamster gibt da richtig Kniegas und bei ihm geht da Licht an und er kann lesen. Ne? Also, das meine ich, so ein bisschen Spaß haben an dem Hobby und so weiter. Ich meine, viele sind verbissen am Sammeln, aber wirklich verbissen, boah, mit weißen Handschuhen. Ich hatte letztens auch so einen Auftrag, wurde mir extra Handschuhe gegeben, dass ich diesen Auftrag auch mit Handschuhe, da durfte nichts dran kommen. Ja, sowas gibt's auch. Ja, wie gesagt, 125 Jahre, 2 Sekunden Film, das war's. Genial. Und heute machen wir 125 Jahre an einem Streifenfilme. Und die Besten sind natürlich die Inder. Die Inder machen Filme. Da müsste man an sich gucken und schauen und hinter die Kulissen. Wann hat in Indien der erste Film begonnen? Ja, zum Beispiel. Ich kann eine Frage stellen, ihr geht nach Google, googelt euch und dann sagt ihr die Antwort. Zum Beispiel. Ja. Aber noch gibt es Menschen, die mit dem Computer nicht umgehen können. Ich habe so viele Fachfragen hier täglich zu beantworten, dass halt es wirklich noch ein bisschen Spaß macht, zu versuchen, einen Filmfreunde-Club da ins Leben zu rufen für Fotofantasten, die wirklich Fotos bearbeiten und was weiß ich nicht, die sogar uralte Knaller mitbringen, die wirklich noch hergestellt werden müssen, durch Säurebäder gehen müssen und so weiter und so fort. Also ab in die Dunkelkammer. Ja, ist auch toll, weil kann man nicht nach. Also kann nur er, weil er hat die alte Kamera. Bis wir so eine gleichwertige Kamera hätten aus dem Jahr 1900 oder 1800 oder die ersten Dinger da, wenn er das große Glück hat, so einen Kasten zu bekommen, auch eine Fotoplatte zu bekommen, wo er das Bild dann in Uralttechnik mit Buff, mit diesem Blitz etc. und dann uns dieses Bild vorbeibringt. Ja, ich meine, das macht Spaß, unter Freunden zu sein und unter vielen Freunden zu sein, die vielschichtig sind, die sprachlich untereinander Dolmetscher brauchen, aber tolle Sachen bringen. Tolle Sachen bringen, wo es richtig Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Ja, oder denen ihre Produkte zu sehen. Das macht Spaß. Nicht nur lesen 30 Jahre lang, sondern auch selber machen. Ne?